So, hallo zu einer weiteren Folge von Minecraft Let's Play. Wie wir in der letzten Folge endlich, ich bin so stolz auf mich, endlich das Nähen der Festung gefunden haben, gehen wir jetzt endlich wieder auf Spurensuche, wollte ich gerade sagen. Nein, auf in Nether rein halt. mit den Sachen, die wir jetzt haben, ich hole mir noch ein paar Steine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 Steine hole ich mir noch. Jetzt ist die untere Leiste hier auch voll. Und ab nach unten. Ich wollte gerade eben aufnehmen. Und ich bin reingegangen und habe mir so gedacht, irgendwas fehlt doch. Ich wollte aufnehmen, aber nichts passiert, ne? Was war los? Die Aufnahme war nicht gestartet. Also Aufnahmeprogramm ist nicht gestartet. Oder ich habe es nicht gestartet, so rum. Ah, oh, nein, ich hätte ihn fast geschlagen. Oh, da. Ich hätte ihn fast geschlagen. Gott sei Dank habe ich ihn nicht geschlagen. Nur einen Stein daneben gesetzt. Alter, hab ich mich gerade erschreckt. Ich hätte den fast geschlagen. Um Haaresbreite. Um Haaresbreite habe ich den nicht geschlagen. Alter, hab ich mich gerade wieder. Wo ist der hin? Oder war es gerade die... Nee. Ich weiß es leider echt... Da. Komm her, seh mich, seh mich. Ich möchte dich jetzt töten. Oder seh mich nicht. Und ich mache hier ganz in Ruhe weiter. Dann seh mich aber auch wirklich gar nicht, bitte. Ich habe mir immer im Blick die ganze Zeit jetzt. Gut, geht einfach mal in Lava. Ich meine... Ist hier ganz normal für einen Alter. Komm. Ich muss kurz einmal noch das, was ich vergessen habe, so wie immer die Uhr starten. Ja, das war auch wieder schlau, das da einzusetzen. Komm, geh kaputt. Ich hoffe, der sieht mich nicht, Alter. Am allerliebsten würde ich einfach... den kurz kaputt hauen. Ne, Freundchen. Ich weiß gerade leider gerade gar nicht wieder, wo genau der jetzt ist. Ganz schnell immer runter. Ach, ist das nicht geil hier. Ne, ich weiß nicht, wo der ist. Oh Gott, wieso bin ich gerade so ruhig? Tut mir einmal leid, dass ich jetzt ein bisschen ruhig bin, aber ich muss halt mich konzentrieren, damit ich hier schnell fertig werde. Und bei Minecraft konzentrieren, ja. Mhm. Ich muss mich hier übelst konzentrieren, es ist voll das schwere Spiel. Ich weiß Gott gar nicht, was ich richtig machen soll, nein. Ich möchte halt nur nicht vom Skelett, wollte ich gerade sagen, vom...
Ghast getroffen werden. Wie weit muss ich denn noch? Alter, wie weit ist das noch weg? Das war gerade schon wieder ein ganzer Stack. Achso, das war's. Jetzt müsste ich relativ sicher sein. Glaube ich zumindest. Ich glaube, dass ich jetzt sicher sein müsste. Zumindest vom Runterfallen her. Sollte das nicht mehr möglich sein. Hoffentlich. Lohen, Lohen, ich freue mich, aber erstmal muss ich hier abhauen. Bevor die mich gleich noch treffen. Boah, ich wollte gerade wieder zuschlagen. Darf ich einmal kurz hier lang? Danke, Kollege. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das hier gut ist mit einfach hier alles offen lassen. Oben. Weil oben hätte ich auch noch gerne zugemacht. Ich muss einmal gucken, wie viel Glas ich habe. Nee, aber oben mit Glas sieht auch scheiße aus. Ich meine, das bringt gar nichts, oben Glas zu haben. Das bringt gar nichts. Glas. Ah, 33 Stück. Upsala. Ich weiß nicht, ob das reicht. Auf jeden Fall ziehen wir jetzt in den Kampf. Und wieder runter. Ah, falsche Sterben ist eh alles verloren. Eigentlich wollte ich das in der nächsten Folge machen, dann wirklich reingehen. Aber komm, die stehen da vorne. Die wollen den Krieg, die kriegen den Krieg. Oh, wenn ich jetzt... Oh. Okay, die wollen den Krieg, die kriegen den Krieg. Ich spiele zwar PvP immer mit einer höheren DPI als jetzt. Moin, Kollege. Aber jetzt... Die wollen den Krieg, die kriegen den Krieg. DPI ein höher gestellt. Ja gut, du bist freundlich. Ist nur einer. Du bist mein. Ja! Spiel mit dem Feuer! Alter, wie schlecht die sind! Ich dachte, die wären einfach viel, viel, viel besser. Wow, da sind, glaube ich, ein paar mehr. Ich habe aber endlich meine Lohnroute. Was wollte ich damit machen? Erstmal safen. Erste Lohe. Getötet. Echt, in meinem ganzen Minecraft-Leben war das die erste, die ich im Survival, ganz Survival, weggehauen hab. Es war also vor allem das erste Mal, dass ich in Survival in Nether gegangen bin. Das erste Mal ist immer schön. Oh Gott. Ja, meine erste Lore. Heißt das überhaupt Lore oder Lore? Ne, Lore ist etwas ganz anderes. Das heißt Lore, glaube ich. L-O-H-E. Boah, meine erste, ey, geil. So, jetzt muss ich nur ganz kurz einmal gucken, was ich damit machen wollte. Einmal kurz, Clement, ich musste einmal hier raus aus meiner schönen App was raussuchen. Also Crafting. In der Lohnroute kann man die Baustand craften vor allen Dingen machen. Ich weiß echt nicht, wie ich die Folge nennen soll. Entweder was, so einfach geht dieses Dingen? Das glaube ich doch jetzt wohl nicht. Das geht jetzt so. Fertig. Ja gut. Kann mir auch einer sagen, dass das so einfach geht.
Muss ich mir nur einen schönen Plätzchen aussuchen. Das wäre am schönsten, wenn das, glaube ich, hier ist, oder? Dann müsste ich nur irgendwie... So, wir gehen jetzt nochmal brauen. Also, das muss man jetzt machen, mit, man braucht einmal... the first step to create a potion is always nether wart. In the bottle of water. Kann man die irgendwie... Habe ich keine Nether? Nethersteine mehr? Ich hab ernsthaft keine Nethersteine mehr. Achso, es regnet nur. Habe ich jetzt ernsthaft keine Nethersteine mehr? Muss ich einmal in den Nether und mir ein paar Steine holen? Aber nee, warte. Warte. Nether wart and a bottle of water. Just create an unwarped potion. Genau, das ist also ein... Genau, warte, so. Einmal, warte, ich muss einmal kurz was gucken. Ach, was mache ich denn jetzt hier? So, also, mit den, dann brauche ich wirklich eine Nether Wart. Wo finde ich die? Ich weiß halt nicht, wo die finde. Ja, genau. Eine Nether Warze. Ich gehe einmal kurz in Nether. Wo findet man die? Wo findet man Nether Warzen? Ich bin echt so ein für Nether Anfänger. Übelster Anfänger einfach nur. Ich habe keinen Plan, wo ich das finde. Ich kann einmal kurz googeln. Wie lange haben wir noch? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kommt ihr, wo findet man Netherwarzen? So, Netherwarzen, Minecraft Wiki. Komm, hopp. Typ, und solider Block, Schwerkraft 9, transparent ja, leuchtend 9, explosiv Widerstand 0, Härte 0, Werkzeug, jedes Werkzeug, farmbar ja, stapelbar ja, 64, verbrennbar 9, Einführung ist ab der Minecraft 1.00 Beta. Jetzt habe ich das Handy auf der Springtaste gedrückt. Auch ganz schlau. Aber wo man die findet ist... Also im Wachstum, Ernte, Verwendung. Wo man die findet, weiß man nicht, ne? Seelensand, ja, aber... aufgrund des langsamen Wachstums, die Pflanze ist eine sinnvollere und große Felder anzulegen, also nur kleine Mengen. Gleichzeitig zu züchten, ja, weil die lange brauchen. Kleine Menge zu züchten sollte Netherwarzen abgebaut werden. Außer Feld Schutz vor Gas zu überdachen. Sie werden zwar nicht direkt durch Feuer zerstört, nachdem allerdings durch den Entstehungsfeuer schaden. Da Netherwarzen sich auch andere Pflanzen Chunks wachsen, Spieler möglichst näher an Brautypi befinden. Für meisten Spieler des Inside empfehlenswert, Netherwarzen Oberwelt und nicht im Nether einzubauen. Ja, aber wo finde ich die denn? Wo findet man Netherwarzen? Netherwarzen finde, gut, Frage.net. Hab schon mal welche in der Festung abgebaut, bin aber dann was? Schließen. Geh weg. Netherwarzen finde. Hab schon mal welche in der Netherfestung abgebaut. Bin aber dann gestorben und bin
bis in die zurück in der Festung war sie schon verschwunden. Es gibt eine Festung, was es gibt in der Festung gibt. Nidavarden mehrere Festungen oder so. Hallo irgendwas. Es gibt Nidavarden mehrere Festungen, also es gibt die in der Festung. Nidavarden mehr finden kann. Das heißt, laut dem Ding, laut gutefragen.net gibt sie in der Festung. Alles klar, probiere ich das mal aus. In der Festung. So, einmal wieder auf die Uhr gehen. Wir haben noch 3 Minuten. Eigentlich ist es jetzt schon, glaube ich, schon um. Aber ich möchte einmal noch kurz wissen, wo man die jetzt findet. Und wenn ich am Sterben bin, oh, wenn ich am Sterben bin, dann renne ich einfach wieder raus. Da, Nidavarden. Also, hätte ich gewusst, dass das so schnell geht, Nidavarden zu finden, dann, oh Gott, wie lange hat das jetzt gedauert? Ich baue hier einfach nochmal hier an, falls ich... Weil ich werde länger hier bleiben. Boah, ich hätte jetzt so Bock zu brauen. Also nicht aufzuhören mit der Folge, sondern gleich weitermachen und anfangen zu brauen. Ich weiß nicht, wieso ich das gerade wieder zumache. Aber okay. So, jetzt haben wir... Boah, ging das schnell. Alter, wie lange habe ich jetzt geguckt, um die zu finden? Und wie lange habe ich gebraucht, um die zu finden? Okay, aber... Glaube ich, wüsste ich nicht, dass die in der Nidavarden-Festung wären, wäre ich nicht zur Nidavarden-Festung gegangen. Wäre ich hier außen rumgegangen, hätte die gesucht. Aber gut, auf jeden Fall haben wir jetzt welche. Ich hätte auch gleich ein bisschen Seelensand mitnehmen können und die gleich bei uns anbauen lassen. Aber egal. Ich würde so gerne jetzt weitermachen einfach. Alter, komm. Brauche ein bisschen Glas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Upsala. Ach, 3 kriegt man da raus, ja gut dann. Dann so. Passiert nichts. Passiert nichts. Ach, mit Wasserflaschen füllen, nicht mit Glasflaschen. Hätte ich mir auch selber denken können. Hätte ich mir auch denken können. Mensch, Mark, ey. Es läuft, es läuft, es läuft. Alles klar, das heißt, bis zur nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, mir ist wieder übel. Oh, es war so geil. Das heißt, bis zur nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Mir jetzt übel geil gefallen. Wir haben endlich Nidavarden. Wir haben die Nidavarden-Festung. Wir haben die erste Lohe. Es ist einfach ein revolutionärer Schritt. Es ist ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für die Minecraft-Welt. Das heißt, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Und ciao, ciao.